Und jetzt im Summer of Freedom die Dokumentation Being David Hasselhoff. David Hasselhoff ist der Knight Rider. Und David Hasselhoff ist Michael Knight. Der Knight Rider wurde vor über 30 Jahren erfunden, 1982. Noch heute gucken Leute auf der Straße dem Auto nach. Es ist ein Teil ihres Lebens. Viele Regisseure haben Knight Rider aus ihrer Filmografie herausgenommen, weil es eine Zeit lang uncool war, an Knight Rider mitgearbeitet zu haben. Heute ist es verdammt cool. Heute ist es auch cool, Baywatch gemacht zu haben. Baywatch hat eine halbe Milliarde Dollar eingespielt und Knight Rider wird immer noch gezeigt. 30 Jahre später kommen noch Leute auf mich zu, die sagen, du warst eine Vaterfigur für mich, mein Mentor, mein Held. You were my father figure, you were my mentor, you were my hero. Ich habe eine völlig neue Ebene erreicht. Leute halten mich für so etwas wie eine Legende oder Ikone. Und sie flippen aus, wenn sie mich treffen. Manchmal empfangen mich Piloten im Flugzeug mit: Willkommen, Knight Rider, we are still looking for freedom. Und ich sitze da, warte auf den Start und denke: Was redet der? Ich habe die Gabe, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich kann eine Frau schnappen, die kein Englisch spricht, und singen: I've been looking for freedom. Und ich weiß, sie wird mich anlachen. Ein Lächeln, manchmal ein Kuss und dann verschwinde ich wieder. Es geht mir nicht um Geld oder Ruhm. Es geht mir darum, auf der Bühne zu stehen. Darum geht es in meinen Shows. Darum geht es auf meinen Tourneen. Da gibt es keine große Bedeutung. Es ist einfach Spaß. I've got to have the cue. So in other words, it's like, you know, it's like this and then go. Wenn ich auf die Bühne gehe, fühle ich mich großartig. Ich habe keine Angst. Ich weiß, was vor und hinter mir passiert. Es ist ja meine Show. So the next song, I think you all know, goes something like this. Alles liegt in meiner Hand, egal ob ich vor 400 oder 150.000 Leuten auftrete. Und es macht mir überhaupt keine Angst. Es ist eine Herausforderung. Wie kriege ich das hin? Mein ganzes Leben ist so, auch heute noch. Wie werde ich ein Rockstar? Wie funktioniert das? Wie kann ich die Kunstfigur The Hoff sein? Wie kann ich David Hasselhoff, der Vater, sein? Da gibt es viele Rollen, die ich spiele. Meine Mutter, Dolores, hat mir im 7. oder 8. Schuljahr gesagt, du hast es. Was meinst du, Mama, habe ich gefragt. Und sie sagte, Star-Qualität, du hast sie. Du wirst ein Star werden. I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still it can't be found.
Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, jeden Tag meine Fische zu füttern. Sie werden auch automatisch gefüttert, aber ich gebe ihnen immer noch extra etwas dazu. Das sind meine Freunde. Das ist der People's Choice Award. Den habe ich als bester Schauspieler erhalten. Hier sind einige meiner goldenen Schallplatten. Die Leute fragen mich, hast du eigentlich auch musikalisch Erfolg? Und ich antworte nun, ich habe 40 goldene und Platin-Schallplatten. Ich habe sie nicht alle aufgehängt, es sind einfach zu viele. Aber ich bin sehr stolz auf sie. Hier Jekyll and Hyde. Ein seltsames Bild. Ich habe das Musical Jekyll and Hyde am Broadway gespielt. Zwei Rollen gleichzeitig, mit zwei Stimmen. Das war ziemlich schwer. Aber ich hatte die Chance, das am Broadway zu machen. Davon habe ich schon als 8-jähriger Junge geträumt. Es hat 40 Jahre gedauert, dahin zu kommen. Ich war damals 48 Jahre alt und ich habe es geschafft. Ich war ein Clown zu Hause. Ich war ein Clown in der Schule. Und ich wusste schon früh, dass ich zum Theater wollte. Mit 7 habe ich dann in Rumpelstilzchen gespielt. Und ich wusste, dass ich ein Musicalstar werden wollte. An Schauspielern habe ich dabei weniger gedacht. Ich habe an Musical gedacht. Und meine erste größere Rolle habe ich in Peter Pan gespielt. Ich denke, es ist sehr wichtig, natürliche Talente zu fördern. Du musst deinem Talent folgen und es fördern. Denn diese Begeisterung in der Kindheit kann später zu großem Erfolg führen. Take the jacket off, like this, and then put the jacket on. Grab the jacket, give this to her. You can just throw it. Just get it off stage. Okay, this will be unzipped because inside here are glasses. And then I'll stand here like this, right? You have that one, you have that one, you have that one, and I have this one. And just stand there like that, and then I'm probably gonna go down. Ich war in einer Militärschule. Ich war da nicht wirklich gut. Verbeugen und salutieren. Eine katholische Militärschule. Oh Mann. Es war sicher eine gute Schule, aber ich hasste Schule. Ich verlor mich lieber in Tagträumen. Als Kind mochte ich die Beatles, aber um cool zu sein, musste man ein Rolling Stones-Fan sein. Ich versuchte cool zu sein und wurde ein Stones-Fan. Aber schon damals stand ich eher auf Musical als auf Rock'n'Roll. Wir zogen von Atlanta nach Chicago um. Es war seltsam, weil es dort Rassismus gab. Ich habe es im Bus gemerkt und hörte Typen das N-Wort sagen. Ich fand das sehr seltsam, denn meine Eltern hatten mir beigebracht, respektvoll zu sein. Sie lehrten mich, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Rasse, Glaube, Hautfarbe, hetero oder schwul. Ihnen war das egal. Also ging ich mit einem roten Pullover und roten Socken zur Schule. Alle lachten über mich und machten sich über meine Kleidung lustig. Ich dachte, oh je, das zieht man hier wohl nicht an. Aber es gab dort ein Stück, für das ich vorsprach, und ich bekam die Hauptrolle. Wegen meines Schauspieltalents kam ich raus aus der Schule. I
Ich habe dann die Schule beendet und wollte auf eine angesehene Schauspielschule, wie die Southern Methodist University in Texas. Aber ich wurde nicht aufgenommen, meine Noten waren zu schlecht. Aber da war das California Institute of the Arts. Da benötigte man keine guten Noten, man musste nur vorsprechen. Das tat ich dann und wurde aufgenommen. Ich besuchte die Schule ungefähr 6 Monate, aber ich fand meine Zimmergenossen blöd. Es war eher eine Universität der Drogen. Jedes Wochenende wurde jemand zugedröhnt rausgetragen. Es war keine gute Zeit für mich. Ich fing auch an, mit Drogen zu experimentieren, weil man sonst nichts machen konnte. Es gefiel mir nicht, daher hörte ich auf und ging nach Hollywood. Meine Eltern sagten, mach, was du möchtest. Also zog ich von der Uni an den Strand und lebte dort in einer Art Kommune. 13 Leute, mit denen ich dort abhing, die waren alle sehr nett, aber es brachte mich nicht weiter. Ich besorgte mir einen Job als Kellner. Da ist etwas Lustiges passiert. Mein Team, 2 weitere Kellner und ich, bekamen alle Rollen in einer Soap-Opera. Ich wurde der Star der Serie The Young and the Restless. Und da habe ich wirklich mein Handwerk gelernt. Es war hart. Die Serie wurde von 1/2 Stunde auf 1 Stunde verlängert. Und wir dachten alle, wow, jetzt werden wir reich. Wir verdienten statt 800 nun $2,000 pro Folge. Aber es war eben auch eine ganze Stunde. Und plötzlich musste ich nicht 20 Seiten am Tag, sondern 40 Seiten am Tag lernen. Und ich dachte, da fing ich auch an zu trinken. Zu viel Druck. Oft waren die Dialoge sehr ähnlich. Zum Beispiel hieß es Dienstag, Chris, wir müssen die Möbel austauschen. Ich will sie verkaufen und den Erlös den Armen geben. Mittwoch hieß es dann, wir müssen die Möbel austauschen, weil wir Leuten ohne Geld helfen müssen. Und Freitag hieß es dann, haben wir eigentlich schon die Möbel ausgetauscht? I'm talking about furniture. Es war zum Aus der Haut fahren, dieses Gerede über Möbel. Lächerlich. Ich verlor manchmal fast den Verstand. Also sagte ich, ich höre auf und gehe zum Broadway. Und sie sagten, was hältst du von so viel Geld? Und ich sagte, okay, ich bleibe. Aber ich lerne keine Dialoge mehr. Ich will sie ablesen. Von da an gab es Texttafeln. Wir nannten es Beat the Lights. Wenn das Licht an war, sagte ich, Chris, ich liebe dich. Dann ging der Scheinwerfer aus. Sie schaute mich an und sagte, ich liebe dich, Snapper. Chris, you've been gone for months. Time, you say, you needed to come to terms with yourself. Well, I had to come to terms with myself while you've been gone. Are you saying there's someone else? Ich hatte immer schon geglaubt, dass ich mal Sänger werden würde. Tatsächlich hat es sehr lange gedauert. Ich habe alles versucht. Ich habe mit Everett Gordon zusammengearbeitet. Ich war oft bei ihm, mindestens 200 Mal, damit er mir das Singen beibringt. Er wollte, dass ich in der Merv Griffin Show auftrete. Ich erinnere mich, wie Merv Griffin sagte, und jetzt David Hasselhoff mit einem verheißungsvollen Debüt, dem Titelsong Nadia aus The Young and the Restless. Nadia from Young and the Restless. And here's David Hasselhoff to sing. An auspicious debut. And I remember. Und ich ging mit meinem Anzug und meiner Frisur auf die Bühne und dachte, was bedeutet verheißungsvoll? What the hell does auspicious mean? Gone. Dreams of the past, gone with the love that moved too fast. Ich habe also gesungen. Gone, dreams of the past, gone with the love that moved too fast. Is auspicious good? Und gedacht, ist verheißungsvoll gut oder schlecht? My restless heart, it will lead the way. So dream your dream. So dream your dreams and live for each day. Why?
Niemanden hat mein Auftritt interessiert. Die Leute sagten nur, okay, das war nett. Ich hatte damals ja noch keinen Plattenvertrag. Da habe ich mich eben weiter um die Schauspielerei gekümmert und wurde der meistgesehenste Soapstar. Und ich wurde ein Sexsymbol, weil viele meiner Szenen im Bett spielten. Ich sage immer, wenn die Quoten schlecht sind, dann fallen die Hüllen. My saying was, when the ratings are low, all the clothes go, and we get out of the thing, and you know, and. Aber wir haben uns immer nur geküsst und waren dann nicht mehr im Bild. In den Soaps haben sie auf das Aussehen gesetzt. Sicher nicht auf meine Schauspielerei. Ich war damals ein schrecklicher Schauspieler. Aber ich sah gut aus. Ich bin 6 Jahre bei der Soap geblieben. Und dann kam Knight Rider. Das war die beste Rolle, die mir je angeboten wurde. Ich habe meinen Vater angerufen und gesagt, Dad, ich habe die Rolle bekommen. Er fragte, worum geht's? Ich sagte, um ein sprechendes Auto. Er fragte mich, ob ich betrunken sei, was ich verneinte. Du gibst The Young and the Restless mit einem Jahresgehalt von $40,000 auf, um diese Rolle zu bekommen? Ja, sagte ich. Knight Rider war so erfolgreich, weil man seine Moralvorstellungen und Gefühle auf die Serie übertragen konnte. Kit war programmiert. Das hier ist Kit, um Leben zu retten. Und wir haben viel Humor in die Sendung gebracht. Ich habe das Auto Buddy oder Kumpel genannt und wie mein Pferd behandelt. Das hatte vorher noch keiner gemacht. Michael sagte, ich bin wütend. Und Kit fragte, was ist Wut? Ich habe gerade jemanden verloren, den ich liebte. Und das Auto fragte, okay, aber was ist Liebe? Und Michael hat es dem Auto erklärt. Und das Auto kümmerte sich um Michael. Und sie haben sich gegenseitig etwas beigebracht. Es war wie eine Beziehung zwischen zwei Schauspielern. Kit! Knight Rider funktionierte so gut, dass es eingestellt wurde, weil sie einen Fehler machten. Da hatten Leute das Sagen, die es nicht gut fanden, in ihrem Sender eine Serie über ein sprechendes Auto zu zeigen. Als Knight Rider eingestellt wurde, war ich sehr deprimiert. Ich war total fertig. Ich war gerade mitten in einer Scheidung. Alles ging den Bach runter. Ich saß zu Hause rum und wusste nicht, was ich tun sollte. Dann habe ich ein Mädchen getroffen, Nikki, eine Leserin des Rennbahn-Express, die ein Essen mit mir gewonnen hatte. Mein Manager fragte, gehst du mit ihr essen? Okay. Also kam sie und meinte, toll, sie zu treffen, denn ihr Song Night Rocker ist auf Platz 1 in meinem Land. Where is your country? Wo ist dein Land? Austria. Österreich. Where is Austria? Wo ist Österreich? She goes, we can look on the world map. So I looked on the Lass uns auf einer Karte gucken. Es ist so groß wie Rhode Island. It's the size of Rhode Island. I said, so groß wie Rhode Island und heißt Österreich? Da muss ich hin. I'm going. So I got on the phone. Ich habe direkt den Redakteur vom Rennbahn Express angerufen und gefragt, ist Knight Rocker wirklich auf Platz 1? Is Knight Rocker really number one? He goes, und er sagte, ja, mit wem spreche ich? I'm David Schwartz. Ich heiße David Schwartz. Ich bin der Manager von David Hasselhoff und ich habe eine Idee. What is that idea? Welche Idee? Okay. The idea die Idee ist, David Hasselhoff und das Knight Rider Auto nach Österreich zu bringen. Wenn die Leute nicht wissen, dass er singt, werden sie kommen, um das Auto zu sehen. Okay, sagte der Redakteur, aber es muss innerhalb von 2 Wochen passieren. Ich sagte, okay, ich rufe zurück. Markus? Markus ist bis heute mein musikalischer Leiter. Markus, können wir in 2 Wochen auf Tour gehen? Ich bin dabei. Okay, voll Playback, das ist egal. Wir können singen, was wir wollen. Und zack, waren wir in Österreich. Boom! We're in Austria. Das erste Konzert war in Wiener Neustadt in einem Zelt. Und es kamen 10.000 Leute.
10,000 people show. Am Wiener Neustädter Messegelände ging es gestern Nachmittag zu wie auf einem Jahrmarkt. Knight Rider-Autos, Hasselhoff-Poster und Leiberln wurden verkauft. Der Titelheld aus der Fernsehserie Knight Rider ist vor allem bei den Mädchen beliebt. Warum? Das Aussehen und es war einfach total super. Die Figur und alles. Jemand hat mich mal gefragt, glaubst du, deine Musik wäre so erfolgreich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn die Leute wüssten, was du da singst? Ich habe gesagt, nein, denn so toll waren die Texte nicht. Ich bin der Nachtrocker und ich rocke dich die ganze Nacht. Ich bin der Nachtrocker und ich rocke dich mit meinem Lied. Es war einfach nur Spaß. Es kamen mehr Leute als zur ersten Tour der Rolling Stones. Wir waren von jetzt auf gleich Rockstars. Wir kapierten gar nicht, was geschah. Wir haben den Spaß einfach mitgemacht. Und das Auto sprach plötzlich Deutsch. Wir sind in Österreich, sprich Deutsch. Ich wusste nicht, was passiert. Das erste Auto, das mit Menschen singt. Ja, ja. Stellt euch das mal vor. Deutsch perfekt. Die Erde ist nicht Balkan. What did you say? Harald Juncker. Harald Juncker habe ich durch die Arbeit kennengelernt. Er war ein Profi, ein guter Typ. He was such a pro and such a good guy. Hey, Harold, he never sings with me. Doobie-doo. Auch ein Sinatra-Fan. Dann fangen alle an. Stellt euch vor, ein Chor auf der Autobahn. He was like, er war wie Dean Martin. Harald, Kit und ich. Das war richtig gut. And me. And it was really, really good. When then each car is singing on the road. Und dann hat mich die Schwiegermutter von Jack White im Fernsehen gesehen. Saw me on television singing and she goes, Jack! Jack, da ist ein junger Typ im Fernsehen aus Knight Rider. Guck dir den mal an. Darauf rief er mich an. Hallo, ich bin Jack White. Ich arbeite mit den Jacksons, Pierre Zadora und anderen. Ich habe da ein Lied, Looking for Freedom. Möchtest du das singen? Wir gingen ins Studio, spielten Looking for Freedom ein und dann kam Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. I came back and then I went on a show called Wetten, dass with Thomas Gottschalk. Er ist nicht nur der Knight Rider, er ist auch David Hasselhoff und ist hier mit I've been looking for freedom. I've been looking for freedom. I've been looking for a lot of people are going to think, well, now he's singing, but you sang already years ago. Yeah, I started as a child in musical comedy, and then I toured in Austria, and this is the first time I played Germany, and it's a pleasure. Also er hat jetzt einfach nicht sich spät überlegt, auch mal zu singen. Er war eigentlich immer ein Sänger gewesen. Wird jetzt auch in Deutschland mit dieser Platte hoffentlich großen Erfolg haben. I hope it's going to be a big success. Am nächsten Tag erschien dieser Artikel. Wer ist dieser Hasselhoff? Wir verkauften sofort 17.000 Singles. Einen Tag später 26.000 und am übernächsten 75.000. Plötzlich rief mich Jack White an. Wir müssen ein Album machen, jetzt. Oh my God, we gotta do an album. Now. Also fuhren wir nach Kitzbühel, wo er wohnte, und arbeiteten in seinem Haus an neuen Ideen. Als das Album fertig war, flog ich zurück nach L.A. Ideas for songs and stayed until we finished an album there and then came back to L.A. Mm-hmm.
Zurück in Amerika glaubte ich, dass die Leute das lieben. Mittlerweile hatten wir 11 Millionen Singles von Looking for Freedom verkauft. Aber BMG hat das nicht interessiert. Die haben mich eher ausgelacht. Sie haben über den Song gelacht. Sie haben über mich gelacht. Ich war am Boden zerstört. Aber nur kurz. Ich dachte mir, egal, dann ziehe ich eben am Wochenende meine Rock'n'Roll-Klamotten an, fliege nach Deutschland und verdiene jede Menge Geld. Und David Hasselhoff erhält für 750.000 verkaufte Tonträger des Albums Looking for Freedom einmal Gold und einmal Platin. Congratulations. Und das ist noch nicht alles. It's for you. Ich habe auch noch eine goldene mitgebracht für die gerade erschienene LP Crazy for You. I'm crazy for you. Ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Deutschen sangen so. We are the Germans. We sing like this. Und ich sang so. I've been looking for freedom, and I go in the audience. Ich ging auch ins Publikum rein. In der fünften oder sechsten Show kam der Regisseur und bat mich, Mr. Hasselhoff, bitte gehen Sie nicht ins Publikum. Das ist für uns ein Problem. Okay, ich werde nicht ins Publikum gehen. Ich verspreche es. Und dann kam mein Promoter und fragte, auf welcher Seite gehst du ins Publikum? Und ich sagte, ich laufe rechts ins Publikum und komme auf dem gleichen Weg wieder zurück. Das sagte er dann dem Regisseur. Und wir machten es einfach. Ich habe von der Bravo 13 Ottos bekommen, als Schauspieler und Sänger. Ich habe einen Bambi als bester Sänger bekommen. Und dann kam Baywatch. Das wurde in mehr als 240 Ländern gesehen, von über einer Milliarde Menschen. I don't even know what the number is, but it's more than a billion. It could be more. All I know is that überall, wo ich hinkomme, in China, Japan, Singapur oder London oder wo auch immer, die Leute sagen Knight Rider und Baywatch. Wie oft ich hier schon hochgegangen bin. Immer rückwärts, um den Strand im Blick zu haben. Das ist hier auch der erste Strand, den ich in Kalifornien besucht habe. Wir sind hier gesurft und haben die Wellen Knochenbrecher genannt. Viele Touristen haben sich hier das Genick gebrochen. Viele wurden von Rettungsschwimmern gerettet. Wir haben Baywatch überall hier gedreht. Häufig haben wir in Santa Monica gedreht und am Point Doom, dem Felsen da drüben. There's a rock down there that's quite famous. I've shot many times down there. You need to be rescued. Soll ich Sie retten? Sure. Gehen Sie nicht ins Wasser, es ist kalt. Nee, nee, in meinem Abschnitt ist der Teufel los. Komm sofort rüber, schnell! Im ersten Jahr hatte Baywatch gute Quoten, wie Knight Rider. Es ging um die gleichen Werte, das Retten von Leben. Und
Und zur gleichen Zeit wurde Looking for Freedom eine Hymne der Ostdeutschen. Und wir wussten das nicht. Ich sah die Mauer, als ich nach Berlin flog und fragte, was ist das? Sie sagten, das ist die Mauer. Die Mauer? Sie sagten, du kannst auch nach drüben. Das machte ich und kam dann auch oft nach Berlin. Und dann fiel die Mauer. Ich hatte nichts mit dem Mauerfall zu tun. David Hasselhoff hat die Mauer zum Einsturz gebracht. Das war alles von der Presse erfunden. Ich habe nur über Freiheit gesungen und war geehrt, dass mein Lied gesungen wurde. Und ich bin froh, dass viele Ostdeutsche sagten, dass das Lied ihnen Hoffnung gegeben hat. Ich bekam einen Anruf. Wir möchten, dass Sie Silvester bei uns singen. Wo? In einem Hotel. Sie singen Looking for Freedom und Flying on the Wings. Ich antwortete, nein, wenn, dann will ich an der Mauer singen. Besser noch, über der Mauer auf einem Kran. Und sie sagten, da brauchen wir die Genehmigung von Helmut Kohl und Honecker. Okay, dann holen Sie die Genehmigung. Jemand fragte mich, glaubst du, die machen das? You think that's gonna happen? I said, no. Nee, glaube ich nicht, aber ich mache das so oder so. Und dann riefen sie wieder an und sagten, sie singen in einem Kran über der Mauer. An Silvester. On New Year's Eve. Und, liebe Zuschauer, wenn es ein Wort des Jahres gibt, dann ist es Freiheit, Freedom. Und wenn es ein Lied dieses Jahres 1989 gibt, dann ist es das von David Hasselhoff, Looking for Freedom. Ich rief all meine Freunde an. Wir fahren zur Mauer. Sie sagten, was meinst du? Ich zahle das Hotel, kommt einfach mit. David, why did you want to come exactly here to the Brandenburg Gate? It was a dream to come here. The feeling is so electric and so positive. It's turned from black and white to color. Ein Kran brachte mich hoch und ich sang Looking for Freedom. In dieser Nacht sind wir lange aufgeblieben. Wir schlugen Stücke der Mauer ab, steckten sie ein, nahmen sie mit nach Hause und gaben sie der Crew von Baywatch. Ich habe vor 1 Million Menschen gesungen, zu Deutschlands Wiedervereinigung, kam zurück nach L.A. und fuhr am nächsten Morgen zur Arbeit. Es war, glaube ich, der 2. Januar. Und ich drehte im Wasser mit Alexandra Paul, die die Stephanie spielte. Da drüben am Paradise Cove. Sie fragte mich, was hast du Silvester gemacht? Ich sagte, das glaubst du nie. Ist dir kalt? Nein, mir ist überhaupt nicht kalt. Ich fühle gar nichts. Ich komme gerade aus Berlin. Zu dieser Zeit fand Baywatch gerade zu seiner Form und NBC setzte die Show ab, weil es nicht hip genug war. Es war eben mehr eine Familiensendung. Baywatch wurde abgesetzt und ein Mann namens Talbot kam zu mir und schlug vor, jeder in Deutschland, jeder in Österreich, jeder in Europa liebt dich. Ich glaube, wir können die Show mit ausländischem Geld weiterfinanzieren. Dann kamen die Deutschen zu mir. Kannst du wieder Knight Rider drehen? Nein. Um was geht es denn in deiner neuen Serie? Wie bei Knight Rider geht es um Lebensrettung. Spielt ein Auto mit? Nein, kein Auto. Es spielt am Strand. Und du spielst mit? Ja. Okay, wir kaufen es. Und sie kauften es. In den Staaten organisierten wir den Rest und kratzten genug Geld zusammen, um die Serie weiterzumachen. Das haben wir 11 Jahre in 245 Episoden gemacht und wurden zur meistgesehenen Serie der Welt. Crowned the number one show in the world.
Ich war der Schauspieler, das Aushängeschild, der Produzent, der Autor. Und wir mochten es, weil wir wussten, dass es ein Erfolg wird. Wir hatten richtig Spaß. Wir hatten keinen Sender, der uns sagte, dies oder das geht nicht. Wir haben einfach versucht, eine Serie zu machen, die toll aussieht und das mit wenig Geld. Wir hatten nicht 1-2 Millionen, wir hatten nur 850.000. Darum sind wir in Zeitlupe rumgelaufen. Wir waren 2 Minuten zu kurz. Wir sahen eine schöne Frau, drehten sie in Zeitlupe und sagten, das sieht toll aus, machen wir es nochmal. Wir waren aber immer noch zu kurz. Also meinte ich, wie wäre es, wenn ich den Strand in Zeitlupe entlang laufe im Vorspann? Gute Idee. Und so stimmte die Länge. Hey, we've got the time now. Wir haben die Szenen immer wieder verlangsamt. Und das wurde das Erkennungszeichen der Serie. In einem Jahr hatten wir sehr viele Mädchen dabei. Ich wusste gar nicht mehr, wo die alle herkamen. Plötzlich war es eine Serie über Mädchen. Dann haben wir die vielen Mädchen wieder abgeschafft und es wurde eine richtige Serie. Ich habe viele Drehbücher überarbeitet, weil sie schlecht waren. Und ich sagte, da muss eine Geschichte sein. Wir brauchen Herz, Humor und Action. Meine Produzenten meinten, dass ich auf Pamela Anderson neidisch sei, weil sie wegen ihrer Brüste mehr gezeigt wurde. Das stimmt nicht. Ich liebe Pamela Anderson. Leute gucken die Serie, weil sie den Strand lieben, starke Frauen gut finden, weil sie gerne schöne Mädchen sehen wollen und weil sie das Meer lieben. Es waren Geschichten über Familien und Menschen. Es wurde so erfolgreich. Für viele wurde es ein Teil ihres Lebens. How are you doing? Good, guys. Where are you from? PA. Pennsylvania? Mm-hmm. Yeah. Have a good one. Thank you. Are you surfing or are you swimming? Surfing. Out there? Right here? Or over there? Probably go over there. Yeah. The best part about das Beste ist, dass es hier Rettungsschwimmer gibt. Over there are still die sind älter als ich, aber arbeiten immer noch. Die machen immer noch erstaunliche Rettungsaktionen. Manchmal 5 am Tag und die sind schon über 70. Wir haben das David Bowie-Stück in etwa einer Stunde eingespielt. Ich war unsicher wegen der hohen Stelle. Ich bin der König. It's really high, you know. I would be king and you would be queen. Sounds really good. Aber ich habe das gut hinbekommen. Ich kann das singen. Ich kam mit dem Label Cleopatra in Kontakt, die mir sagten, dass ich sie mit meiner Version von Heroes vom Hocker gerissen habe. Und sie spielten mir noch weitere Songs vor, die ich direkt mochte. So wie Open Your Eyes to the Lies Right in Front of You. Die handeln von heute, auch wenn sie von Indie-Bands aus den 80ern stammen. Das waren zwar Hits, aber keine großen Pop-Hits. They were hits, but they weren't big, massive Pop-Hits.
Jemand fragte mal, wie ist eigentlich ein David Hasselhoff-Konzert? Und ein anderer sagte, du kannst singen, was du willst. Jeder hört dir zu, weil du es bist. Ich wollte etwas einbringen, was für mich und mein Publikum neu ist. Das hat mir eine völlig neue Welt eröffnet. Plötzlich war ich cool. Leute kommen zu mir und sagen, du bist der King of Cool. Das finde ich lustig. Auf einmal heißt es nicht mehr David Hasselhoff, der Sunny Boy, der Schmalzige, der Baywatch und Knight Rider macht und blöde Lieder singt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt im Alter mit der Musik, die ich mache, endlich richtig cool werde. So kam ich auch zu SpongeBob. Der Erfinder von SpongeBob wollte mich im Film haben, weil er mit Baywatch groß geworden ist und für ihn kein anderer diese Rolle hätte spielen können. Bei SpongeBob renne ich am Strand entlang und SpongeBob und Patrick fragen, wer bist du? Hi, who are you? Who are you? Ich bin David Hasselhoff. Ich wusste nicht, wie ich es betonen sollte und fragte den Regisseur. How do I say I'm David Hasselhoff? I mean, it's like weird. Er sagte, sag es, als wärst du der Superheld, der du bist. Du bist Superman. I'm David Hasselhoff. Yes. I'm David Hasselhoff. I'm David Hasselhoff. Hooray! That SpongeBob character. Ich habe eine SpongeBob-Figur oben. Ich zeige sie euch. Der Kleine hier heißt Big Dave und ist eine 100.000-Dollar-Nachbildung von mir. Fühlt sich seltsam an. Ist aus Gummi, 750 Pfund schwer und fast 4 Meter groß. And it's 12 feet tall, but it's. Und das Tolle ist, er sieht wirklich aus wie ich. It really looks like me. And they towed. Sie haben das Ding durchs Wasser gezogen und SpongeBob und Patrick haben auf meinem Hinterteil gekämpft. Hey, was macht ihr da? And then I went, hey, what are you doing? Take it easy. Wenn du keinen Humor hast im Leben und nicht über dich und deine Fehler lachen kannst, was bleibt denn dann? So kam es auch zu Kung Fury. Jemand rief mich an und fragte, ob ich den Titelsong zum Film Kung Fury singen möchte. Was ist Kung Fury? Und mein Assistent zeigte mir 10 Sekunden auf seinem iPhone. Ich sagte sofort, wow, das mache ich. So kam es zum Song True Survivor. Und wir machten ein Video dazu, das es auf 50 Millionen Klicks brachte. Viele in Deutschland und auf der Welt haben das schon gesehen. Und es ist eine Bereicherung für mein neues Album. Wir spielen den Song auch im Konzert. Und wenn man den Film sieht, wird man sofort ein Kung Fury-Fan. Once you see Kung Fury, you'll become a fan. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Alles, was sich mir bietet, versuche ich zu nutzen, um damit Spaß zu haben und zu unterhalten. Manchmal war ich dazu auch gezwungen. Ich habe The Hoff nicht erfunden, das war jemand anderes. Also musste ich mich entscheiden, soll ich mich angegriffen fühlen, The Hoff genannt zu werden? Oder mache ich daraus etwas wie Don't Hassle The Hoff, Some Like It Hoff. So mache ich es mir zu eigen. Some Like It Hoff and make it my own. Manchmal komme ich an einen Punkt, an dem ich nicht mehr David Hasselhoff sein möchte, sondern einfach nur unerkannt ausgehen möchte.
Ich wollte meiner Frau Düsseldorf zeigen. Ich sagte, du wirst Düsseldorf lieben, es ist wie Beverly Hills. Wir gingen auf die Straße und die Leute haben gegessen und dann... Ich sagte, besser wir gehen zurück ins Hotel. Ja, da hast du recht. Also mussten wir zurück ins Hotel, denn auf der Straße sind alle ausgeflippt. Ich habe da eine Theorie. Was passiert, wenn du berühmt bist? Du bleibst der Gleiche, aber alle um dich herum verändern sich. Du bist immer noch David Hasselhoff, aber alle sagen plötzlich, oh, David Hasselhoff. Und dann sagen sie, oh, David Hasselhoff, wow. Hallo. Die Leute kennen David Hasselhoff nicht. Die wissen nicht, wer ich wirklich bin. Nur, was sie lesen oder im Fernsehen sehen. Die wissen nicht, was passiert, wenn die Kameras aus sind. You know what? Don't hassle the Hoff. Don't hassle the Hoff. You're hassling me. Goodbye. Wie geht man mit Ablehnung um? Denn jeder will dir irgendetwas oder redet schlecht über dich. Was auch immer Negatives über mich geschrieben wird, ich komme damit zurecht, weil ich immer die Wahrheit sage. Und was die Zeitungen über mich schreiben, ist oft nicht wahr. Und dann wollen sie, dass ich ins Fernsehen gehe, um mich zu verteidigen. Aber das mache ich nicht. Weil ich weiß, warum sie mich im Fernsehen haben wollen. Weil es sich gut verkauft. Also mache ich mein Ding und lebe mein Leben. Ich habe ein Motto. Gott gibt mir die Gelassenheit. Das ist von den anonymen Alkoholikern. Ich liebe das. Steh dir nicht selbst im Weg. Wenn du den Fluss nicht überqueren kannst, lass dich einfach treiben. Du musst erkennen, dass das Leben nie fair ist. Du wirst hinfallen, dir wehtun, aber du musst immer wieder aufstehen und weitermachen. Ich werde nie erwachsen, wie Peter Pan. Stell dir vor, du kannst fliegen. Und ich kann fliegen. Ich bin auf der ganzen Welt geflogen. Wenn ich auf die Bühne komme, fliege ich. Ich trete heute vor 60.000 Menschen auf in Gelsenkirchen und ich werde fliegen. Wenn ich auf die Bühne komme, werden sie Hoff, Hoff, Hoff rufen. Und dann werde ich überlebensgroß und fliege. David Hasselhoff! I had nothing to do with the Berlin Wall. But it was an amazing experience. And 30 years later, we are still singing about freedom. I think you all know this song. It's called Looking for Freedom. Morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. Track, my baggage on my back. I left the city far behind. Walking down that road with my heavy load, trying to find some peace of mind. Father said, you'll be sorry, son, if you leave your home this way. And when you realize the freedom money buys, you'll come running home.